Liebe Gartenfreunde, heute möchte ich dir elf Gemüsesorten vorstellen, welche du jetzt schon im Februar anbauen kannst. Und einen guten Teil der Gemüsesorten kannst du jetzt natürlich nur im Haus vorziehen. Es ist jetzt einfach noch viel zu kalt im Freiland. Aber wir werden heute tatsächlich gemeinsam hier schon im kleinen Hochbeet die ersten Saaten im Freiland durchführen und der Anbau erfolgt natürlich jetzt im Februar unter fließt. Denn ansonsten ist es echt noch einfach viel zu kalt. Und die drei ersten Gemüsekulturen, die ich euch vorstellen möchte, sind für die Anzucht im Haus gedacht. Die brauchen für die Keimung durchgehend 24 bis 26 Grad. Ja, was haben wir denn hier? Also einmal Paprika. Könnte man jetzt im Februar so langsam starten. Dann Fisales. Die habe ich jetzt schon im Januar gestartet, aber wäre jetzt auch noch nicht zu spät. Sollte man jetzt aber so langsam Anfang Februar in Gang kommen. Und dann gibt es auch noch die Auberginen, Die könnte man jetzt auch noch vorziehen. Hatte ich letztes Jahr dann schon im Januar gemacht. Das war ein bisschen zu zeitig, weil dann Mitte April habe ich gedacht, okay, jetzt könnte es auch eigentlich schon Mitte Mai sein, weil die sind so schnell dann gewachsen und da hatte ich ein echtes Platzproblem. Und für die Anzucht im Haus kennt ja jeder diese Topfplatten hier. Aber es gibt auch, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es gibt auch solche Topfplatten, die haben schon hier wie so eine Art Substrat drin. Das ist schon vorgefertigt. Für alle, die jetzt sagen, ja, mit der Anzucht im Haus, dass es mir alles zu schmutzig wäre, das vielleicht eine Alternative. Ich verlinke es euch mal in der Beschreibung. Vielleicht hat da der eine oder andere Interesse dran. Und die nächsten beiden Gemüsesorten, die ich euch jetzt vorstelle, hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Das ist einmal Rotkohl und einmal Weißkohl. Und da kann ich euch die Sorte beim Rotkohl Amaranth empfehlen. Und beim Weißkohl, jetzt kommt's. Jetzt hole ich mein perfektes Französisch raus: Baccalan de Limoches oder Limoges. Naja, wie auch immer das ausgesprochen wird, ihr wisst es auf jeden Fall besser als ich wahrscheinlich. Aber jedenfalls könnte man diese beiden Kulturen jetzt schon im Haus vorziehen. Keimtemperaturen 15 bis 20 Grad. Also das würde vielleicht auch in einem kühleren Raum funktionieren keine Heizmatte hat und äh, ja, beim Auspflanzen dann auf jeden Fall die Pflanzabstände beachten, also mindestens einen halben Meter und ich glaube, so Kohl allgemein ist prädestiniert dafür, dass man das immer und immer wieder unterschätzt. Und das habe ich letztes Jahr auch bei meinem Kohl gelernt, viel zu eng gepflanzt. Und dann gab es ein kleines Platzproblem. Aber so ist es halt. Man lernt nie aus. Also Pflanzabstände bei den Kohlpflanzen auf jeden Fall einhalten. Ja, Freunde, und diese beiden Gemüsesorten, das sind wirklich Klassiker für den Februar, für die Voranzucht im Haus. Die kann man dann tatsächlich auch schon im März ins Freiland pflanzen. Also ins Freiland bitte nur unter Kälteschutzfließ oder dann ins Gewächshaus oder in den Folientunnel. Das ist so am einen Kohlrabi. Kohlrabi habe ich hier dieses Jahr mal, Kohlrabi Sinti F1, soll wohl eine sehr zeitige Ressorte sein, ähm, habe ich jetzt auch noch nie gehabt und Klassiker natürlich Azur Star. Anzucht im Haus, Keimtemperatur 18 bis 20 Grad, dann Kohlrabi lieber etwas kälter stellen. So 14 Grad ist ideal, nicht unter 12 Grad, weil ansonsten äh, entwickelt sich dann später keine Knolle. Wie gesagt, die können dann im März raus ins Freiland, also unter Fließ oder ins Gewächshaus. Und die andere Kultur ist Blumenkohl. Da gibt es zum Beispiel, hier habe ich den Erfurter Zwerg oder zum Beispiel die Sorte Perle sind für den zeitigen Anbau im Frühjahr. Und äh, die kann man auch im Haus schön vorziehen, 18 bis 20 Grad Keimtemperatur, geht auch relativ fix. Und dann hat man dann schon so im April, Mai den ersten schönen Blumenkohl auf dem Teller, Leute. Und das ist doch genau das, was wir wollen. Ja, ihr Lieben, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber so langsam juckt es mir echt in den Fingern und deswegen habe ich mir heute so gedacht, ach komm, ich mache heute schon die ersten Aussaaten. Da habe ich nämlich euch schon hier ein paar Kulturen eingeblendet, die könnte man jetzt so langsam sogar ins Freiland sehen, ins Gewächshaus, in den Folientunneln im Freiland wieder, wie gesagt, unter Kälteschutz fließt und das ist einmal der Asia-Salat. Also den kann man jetzt bedenkenlos jetzt schon ähm, einsehen. Frostresistent bis minus 20 Grad hatte ich auch schon teilweise hier draußen gehabt, ohne Abdeckung. Der hat den schlimmsten Nachtfrost überlebt. Also wirklich für das zeitige Frühjahr eine Kultur, die ich jedes Jahr wieder mache. Kann man sich auch gut drauf verlassen. Sollte man auch relativ zeitig im Jahr anbauen, weil der dann, wenn es wärmer wird, fängt er dann an mit Schießen. Aber das ist so die ersten schönen Salate, die man auf dem Teller hat. Und den werden wir gleich mal gemeinsam aussehen. Dann als nächstes natürlich ein absoluter Klassiker, Speisemöhre. Das ist die Sorte Nantes 2. Gibt es auch viele andere zeitige Sorten. Kann man jetzt einfach mal in den Saatgutkatalogen so rumschauen. Möhren würde ich, ja, im Februar, ich würde so Mitte Februar würde ich die ersten Möhren aussehen. Jetzt noch nicht. Ist mir noch ein bisschen zu zeitig, aber das kann man sich schon so langsam mal so auf den Zettel schreiben. Möhren wird so langsam jetzt auch ein Thema. Dann haben wir natürlich Radies. So Radies äh, kann man jetzt auch schon die frühen Sorten so langsam sehen. Also zum Beispiel Sachsa 2 oder Eiszapfen. Wenn man das jetzt Mitte, Ende Februar macht, kommt auch noch zur rechten Zeit. Jetzt Anfang Februar, ja, mache ich heute auch noch nicht. Da war das ich noch also ein, zwei Wochen und schaut dann mal, wie die Vorhersagen sind. Dann als nächstes kann man jetzt natürlich auch Spinat, äh, wie zum Beispiel den Matador sehen. Das machen wir heute auch. Äh, unter Vlies, äh, funktioniert das auch immer ganz gut. Und Spinnert, ja, das gehört einfach mit bei mir zum Frühjahr dazu, dass es so eine richtig schöne Spinat-Mahlzeit gibt und das klappt auch fast jedes Jahr. Also das kriegt auch jeder Gartenanfänger hin. Wenn ihr vielleicht neu im Gärtnern seid, dieses Jahr Spinnert und hatte also Leute. Mh kriegt ihr alle hin. Und ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr dieses Jahr das erste Mal dabei seid und ihr vielleicht das erste Mal das Hochbeet beseht, was ihr so dieses Jahr anbauen wollt. Und wenn ihr da noch Fragen habt, auch gerne in die Kommentare. So. Und als kleinen Bonustipp habe ich für euch noch natürlich auch die Salate. Die kann man jetzt auch schon äh, zu Hause vorziehen. Äh, Maikönigin zum Beispiel oder Eichblattsalat, die sind auch ganz gut für den zeitigen Anbau geeignet und äh, die kann man dann so, ja, ich würde sagen so März Mitte März kann man die dann auch rauspflanzen wieder unter Kälteschutzfließ oder ins Gewächshaus und dann hat man richtig was auf dem Teller. Und ich werde jetzt noch mal schnell den Spinat und den Asersalat hier ins Mini-Hochbeet einsehen und wenn ihr mir da über die Schultern schauen wollt, könnt ihr das gerne tun bei den Asa Salaten habe ich gesehen, das ist ein Saatband und ich habe mitbekommen, dass viele von euch Saatbänder nicht mögen. Erklärt mir könnt ihr gerne mal auch mal in die Kommentare schreiben, warum ihr Saatbänder nicht mögt. Ich finde die eigentlich so äh, ganz gut, also einige hatten geschrieben, das keimt ewig nicht und äh, weiß nicht, habe ich jetzt noch nicht so die äh, Feststellung gemacht. Gerade bei Möhren finde ich das ganz hübsch, wenn man da irgendwie ein bisschen Zeitdruck hat oder irgendwie, keine Ahnung, so ein bisschen äh, grobmotorisch veranlagt ist, so wie ich, dann äh, ist das echt gut, so ein Saatband. Ja, wickelt man ja einfach auf. Nehmen wir wieder mein Hölzlein. Ach Leute, das, das tut er wieder mal richtig gut. Ich bin froh, äh, mal aus dem Haus raus zu sein. Also so die Chili-Anzucht und so, es macht mir auch Spaß. Aber in der Wohnung dann irgendwann fällt dann auch die Decke auf den Kopf. Also so geht es mir zumindest. Ich äh, bin dann immer froh, wenn ich mal hier raus kann. Aber heute waren, was war heute angesagt? Heute war Sonne äh, angesagt und jetzt es schon wieder. Also so ganz so verlässlich. Äh, der Wetterbericht ist er auch nicht mehr. Oder war er das schon jemals? Keine Ahnung. Leicht bedecken. Und weißt du was? Das hier ist die erste Aussaat 2024. festklopfen dass da schön erdschluss da ist und voilà so leicht geht das hier mache ich auch noch mal eine zweite reihe äh, Asa Salate und hier werde ich dann noch mal den Spinat, ein bisschen was aussehen und ich habe mir mal die wetteraussichten für die nächsten beiden wochen angeschaut also so ach schweren winter sieht das zumindest hier im äh, flachland nicht mehr aus könnte man jetzt teilweise schon eine kleine Spekulation machen und sagen, okay, vielleicht schon die ersten Radies sehen oder vielleicht auch schon die dicken Bohnen so langsam ins Freiland, ist glaube ich noch ein bisschen zu zeitig, aber so Mitte, Ende Februar, wenn man sieht so 14 Tage Vorhersage, es wird, kommt kein Frost mehr, dann könnte man auch an die dicken Bohnen denken. Habe ich mir dieses ja auch auf die Fahnen geschrieben, werden wir zusammen aussehen, weil je früher man die dicken Bohnen aussieht, ja, Irgendwann äh, kennt ihr das ja, dass ihr den Blattläuse oder die, den Bohnenlausbefall habt. Und äh, je früher die Pflanzen anfangen zu wachsen, desto größer ist der Vorsprung. Ne? Und ihr könnt mir auch gerne nochmal in die Kommentare schreiben, ähm, ob ihr das zu so diesem Stil mögt, wenn man so ein bisschen sagt Aussaden jetzt im Februar, Aussaden im März und dann noch so ein bisschen was macht oder ob ihr wirklich nur diese Nennung haben wollt. Das würde mich mal interessieren. Also ist so für mich persönlich, finde das immer so ja Blumenkohl, das, 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 das. das ist immer irgendwie so hingekracht. Aber ich weiß nicht, hab, auf so ein Video hätte ich irgendwie auch keine Lust, so für mich persönlich das zu machen, sondern ich will auch immer vielleicht irgendwie was zeigen, wenn der eine oder andere Gartenanfänger vielleicht zuschaut, dass er da schon so eine Idee kriegt, wie macht man das oder ja, auch so für mich, so für die Motivation. Also ich will dann immer noch irgendwas im Garten machen, jetzt mich nur hinstellen und einfach so das, das, das. war ähm, ja, das irgendwie nicht so meins. Äh, aber das könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, weil ihr wisst ja, Leute, ich mache die Videos nicht für mich, sondern die müssen euch gefallen. So. Die Tüte ist leer, muss mal den nächsten holen. Hatte ich doch noch eine da, ich hatte jetzt schon gedacht, Mist, jetzt habe ich euch versprochen, wir machen hier eine Aussaat mit Spinat. Und dann habe ich hier nur zehn Saatkönner da. Aber ein Glück, im guten Gärtnerhaushalt hat man alles fünfmal oder bis zehnmal irgendwo rumliegen. Man muss dann immer halt nur wissen, wo man es hingelegt hat. Und das ist dann das Problem in vielen Fällen auch, kennt ihr vielleicht. So, für den einen oder anderen, der wissen möchte, was das ist, das ist so ein ne, äh, Habe ich euch mal oder verlinke ich euch mal in der Beschreibung, wenn ich den Link noch finde, wo ich das geholt habe. Also. Muss ich euch ganz alles sagen, das Zeug ist super, hält jetzt schon das dritte Jahr, also einwandfrei. Kann man wirklich so sagen. Und hat echt den ganzen Winter hier draußen überstanden, ist richtig schön dick. Das ist wirklich ein tolles Produkt, wo man mal sagt, okay, das fliegt ja jetzt nicht nach einem Jahr um die Ohren. Von diesen Produkten gibt es halt leider auch immer viel zu viele, die dann wirklich nur für einen ganz kurzfristigen Profit produziert werden und dann weggeschmissen werden. Und das muss ja nun wirklich nicht sein. Brettchen schön festklopfen, dass die Samen schön Erdschluss haben. Wenn da mal so ein, zwei Samen rausschauen, macht nichts. Nicht verrückt machen. Hier genauso. Wieder ein bisschen Erde abdecken. Und wieder schön festklopfen. So, jetzt gieße ich das jetzt noch moderat an, aber wirklich moderat gießen, nicht ertränken, weil die Problematik oder die Herausforderung ist, wenn wir jetzt die Abdeckung hier drüber machen, die Nässe kann hier nicht raus. So, und dann kann es passieren, dass es da zur Moosbildung kommt, dass hier auf einmal äh, anfangen, Pilze zu wachsen. Im Hochbeet hatten wir schon, also nicht zu so sehr jetzt im zeitigen Frühjahr gießen, weniger ist mehr und es ist auch noch die Restfeuchtigkeit des Winters hier im Erdreich drinnen. So, wir klappen jetzt hier den Deckel zu. Oh. Schwupp. Und da ich immer wieder Fragen bekomme, was ist das hier eigentlich? Ja, das sind... Das, das Sorgenfreie Hochbeet habe ich mal letztes Jahr als Winterprojekt gehabt. Ihr seht, hat sich anscheinend bewährt. Wird es auch nochmal ein kleines Video als Auswertung geben. Die Videos findet ihr in der Beschreibung. Das war das erste Video aus dem Garten im Jahr 2024. Hat richtig Spaß gemacht, wieder meine Finger in der Erde zu haben und nicht nur zu Hause vor der Chilianzucht zu sitzen. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Ich wünsche euch eine wundervolle und erfolgreiche Gartensaison 2024. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Bis bald, euer Robert von Adorando. Ciao.